Wow, das war ein Hammerschlag, der hat wehgetan. Ende September, Anfang Oktober veröffentlichte das BMF unter nicht ganz so unglücklichen Umständen ein Schreiben, das das Ende der günstigen Differenzbesteuerung für Silbermünzen bedeutete, die aus Nicht-EU-Ländern importiert wurden. Was zur Folge hatte, dass quasi über Nacht alle Händler ihre Preise um 12% anheben mussten. Das ist ungefähr die Differenz zwischen dem regelbesteuerten Mehrwertsteuersatz von Silber von 19%. Und letztendlich den Preisaufschlag, den davor mit der Differenzbesteuerung auf sich hatte. Was bedeutet das nun? Ist Silber nun tot? Sollten Sie Silber nicht mehr kaufen? Welche neue Chancen ergeben sich? Welche Vor- und Nachteile sind jetzt zu beachten? Und wie wird die Welt ab 2023 im Silberbereich sein? All das möchte ich Ihnen in diesem Video erklären. Bleiben Sie dran. Ich glaube, es wird spannend. Zunächst aber mal, was hat sich geändert? Blicken wir etwas zurück in die Vergangenheit. Bis zum 31.12.2013 hat man für Silbermünzen nur 7% Mehrwertsteuer bezahlt. Das wurde geändert und das war die Geburtsstunde der Differenzbesteuerung für Silbermünzen. Warum? Während der reguläre Mehrwertsteuersatz für Silbermünzen, die ich aus einem anderen EU-Land beziehe oder aus Deutschland beziehe, auf 19% angehoben wurde und ich diese Münzen auch mit 19% Mehrwertsteuer hätte verkaufen müssen, wurde der Einfuhrumsatzsteuersatz nicht angehoben. Er hatte weiterhin eine Höhe von 7%. Und das hatte zur Folge, wenn wir die Münzen aus einem Nicht-EU-Land importiert haben, was der Regelfall ist bei Britannia, Maple Leaf, Krügerrand, die es in Silber gibt oder auch Kängurus, dann konnten wir diese mit der Differenzbesteuerung anbieten, was zur Folge hatte, dass sich der Preis aufgrund der Steueränderung nicht erhöht hatte, sondern dass die Münzen nur minimal teurer wurden, während halt der Steueraufschlag vor 7% war, war es mit ein bisschen Logistikkosten vielleicht 8%. Das hatte zur Folge, dass letztendlich eine differenzbesteuerte Silbermünze rund 12% oder bis zu 12% günstiger war als eine regelbesteuerte Silbermünze mit 19% Mehrwertsteuer. Dieses Privileg wurde in einer, ich sag jetzt mal, Nacht- und Nebel-Aktion am 26.09. bzw. 6.10. geändert. Warum? Das BMF veröffentlichte ein Schreiben, das besagte, dass letztendlich diese gängige Praxis nicht mehr anzuwenden sei. Und für Silbermünzen, die nicht als Sammlerstück gelten, sprich deren reiner Wert 250% über dem Materialwert liegt, ab sofort nicht mehr mit der reduzierten Einfuhrumsatzsteuersatz von 7% eingeführt werden könnten, sondern mit 19% und dass auch die Differenzbesteuerung für diese eingeführten Stücke nicht mehr anzuwenden seien. Das war wirklich ein Paukenschlag, denn von heute auf morgen mussten wir Edelmetallhändler die Preise anheben, um diese besagten mindestens 12%, um das Steuerrisiko letztendlich abzufedern. Denn Silber ist sehr engmaschig. Diese 12% übersteigt ein Vielfaches unserer Marge, die wir mit hätten. Sprich, es wäre existenzbedrohend für uns, wenn letztendlich es dort zu einer Steuernachforderung gekommen wäre. Nun herrscht aber Klarheit. Die Konsequenz daraus ist, dass bis zum Ende des Jahres es möglich ist, alle drei Möglichkeiten parallel miteinander zu führen. Das heißt, wir können Silbermünzen noch differenzbesteuert anbieten, wenn wir diese eingeführt haben, aus einem Nicht-EU-Land, sofern wir diese noch mit 7% erhalten, auch kalkulatorisch mit den 7% Einfuhrumsatzsteuersatz, ansonsten mit den 19% Einfuhrumsatzsteuersatz. Und wir haben auch die Möglichkeit, die ab 2023 die ausschließliche Möglichkeit ist, wenn es sich um ja nicht von Privatpersonen angekaufte Ware handelt, dass wir diese mit 19% Mehrwertsteuer weiterverkaufen müssen. Ganz eindeutig, das muss man so sagen, es hat Silbermünzen unattraktiver gemacht. Das braucht man nicht schönreden, das ist einfach so. Wer nun in Silber investieren möchte, kann dies nicht mehr so günstig tun, wie das vorher mit der Differenzbesteuerung und dem reduzierten Einfuhrumsatzsteuersatz mit war. Wer in Deutschland Silber kaufen möchte, muss nun rund 12% tiefer in die Tasche greifen. Egal, ob er Silbermünzen, wie sie hier vor mir liegen, kauft oder als auch Silberbarren, die auch schon die ganze Zeit der 19%igen Mehrwertsteuer unterlagen, was zur Folge hatte, dass Silberbarren bis vor kurzem nicht empfehlenswert waren als Kapitalanlage, sondern ausschließlich Silbermünzen oder Münzbarren. Was ist jetzt sinnvoll? Gehen wir darauf nun als nächstes ein. Wir können seitdem einen Umsatzrückgang in Silber von rund 30% verzeichnen oder von Silbermünzen. Wo ist diese Anlage mit hingegangen? Zum Teil in Silberbarren, gehe ich gleich noch genauer mit drauf ein, aber insbesondere Gold hat davon profitiert. Letztendlich also ein Tipp kann für Sie sein, wenn Sie sagen, das ist mir zu teuer, was den Aufschlag auf den reinen Materialwert von Silber mit angeht. Kaufen Sie kleinteiliges Gold oder kaufen Sie generell Gold, um von der Wertentwicklung von Gold zu profitieren. Eine Prognose wird sicherlich auch sein, dass Münzbarren aus Silber faktisch vom Markt verschwinden werden. Warum?
Zunächst aber einmal, was ist ein Münzbarren für diejenigen, die es nicht wissen? Ein Münzbarren ist ein Silberbarren, auf den ein Münzemblem drauf geprägt ist. Das hatte zur Folge, dass wir diesen Silbermünzbarren genauso differenzbesteuert verkaufen konnten wie eine Silbermünze. Und das wiederum hatte zur Folge, dass ein solcher Münzbarren mit dem vergleichbaren Silberbarren derselben Gewichtseinheit bis zu 12% günstiger war. Also es empfehlenswert war, bisher Münzbarren gegenüber Silberbarren den Vorzug zu geben. Ich glaube aber, dass diese Münzbarren aus dem Alltag des Edelmetallhandels weitestgehend verschwinden werden. Warum? Letztendlich ist es so, dass die Herstellung eines Münzbarrens ungefähr genauso oder gleich teuer ist wie die eines Silberbarrens. Der Unterschied ist aber, dass halt das Münzemblem drauf geprägt wird. Das ist jetzt von der Prägung her kein großer Aufwand. Aber der Staat, der diese Münze herausgegeben hat oder sein Legal Tender, wie man im Fachjargon sagt, herausgegeben hat, lässt sich das bezahlen. Das hat halt einfach zur Folge, dass halt ein solcher Münzbarren letztendlich in den Herstellungskosten, also Material, Prägung plus halt Lizenzgebühren, etwas teurer ist als ein reiner Silberbarren. Deshalb gehe ich davon aus, dass auf kurz oder lang die Hersteller ausschließlich Silberbarren herstellen und Münzbarren lediglich die aus Ankäufen kommen, noch eine Bedeutung mitspielen werden. Es hat letztendlich auch zur Konsequenz, dass ein Silberbarren heute genauso viel kostet wie ein Münzbarren, beziehungsweise ein Münzbarren teurer ist mit ist, sprich letztendlich dann jetzt halt einfach Silberbarren empfehlenswerter mit sind. Wer günstig Silber kaufen möchte, was kann denn dieser damit tun? Sie sehen es jetzt hier ist mit eingeblendet. Generell kann man sagen, dass große Barren und Münzen günstiger sind als kleine. Ganz einfach, weil letztendlich die Prägekosten in Relation zum Materialwert stärker ins Gewicht fallen, je kleiner der Barren ist. Es ist fast genauso aufwendig, eine 1-Unzen Silbermünze zu prägen wie eine zum Beispiel 10-Unzen Silbermünze. Und dadurch ist halt einfach so, dass die Prägekosten einfach stärker ins Gewicht fallen, je kleiner die Münze mit ist. Was man jetzt auch ganz klar sagen kann, dass halt, wenn ich möglichst günstig Silber kaufen möchte, Sie dann entsprechend größere Gewichtseinheiten wählen sollten. Und da ist jetzt durchaus mit ein Vorteil, wenn Sie im Münzbereich in der Regel bei 1 Kilo Schluss mit war. Es gibt zwar auch eine 5 Kilo Silbermünze, aber in der Regel sich das Ganze im 1-Unzen-Bereich abgespielt hat, sekundär im 1 Kilo Bereich und dann gab es lange Zeit eigentlich das mit nichts. Ist halt so, dass Ihnen jetzt das komplette Silbersortiment zur Verfügung mitsteht und wenn Sie einfach günstig investieren wollen, dann wäre es durchaus empfehlenswert, dass Sie große Silberbarren kaufen, also Silberbarren ab 1 Kilo aufwärts. Zu den meistverkauften Silberbarren gehört auch bei uns der 5 Kilo Silberbarren. Und wer es ganz groß und gewichtig mag, der kann auch einen 15 Kilo Silberbarren kaufen. Aber worauf sollten Sie da denn achten? Wenn Ihr Budget ausreicht, um einen 15 Kilo Silberbarren zu kaufen, würde ich Ihnen die Frage stellen, ob Sie nicht lieber 3-5 Kilo Silberbarren kaufen. Denn einen 15 Kilo Silberbarren können Sie nur ganz oder gar nicht verkaufen. So können Sie Teilverkäufe durchführen. Und auch umgedreht, wenn Ihr Budget ein 5 Kilo Silberbarren ist, könnten Sie auch überlegen, ob Sie nicht lieber 5 1 Kilo Silberbarren kaufen. Die Preisunterschiede sind minimal, sodass Sie durchaus sagen können, hier, das ist mir die Flexibilität wert. Und oftmals ist es auch so, dass Sie für ein 1 Kilo Silberbarren letztendlich auf den Grammpreis gesehen etwas mehr bekommen als für den 5 Kilo Silberbarren und sich das Ganze mit ausgleicht. Also kaufen Sie nicht unbedingt in den Extrembereichen das maximale Gewicht, wenn Sie Teilverkäufe durchführen wollen oder Sie sich nur ein Stück leisten können, sondern überlegen Sie, ob Sie da halt vielleicht einen kleinen Obolus bezahlen und lieber eine etwas kleinere Gewichtseinheit wählen. Nachdem ich eben positiv über Silberbarren gesprochen habe, was spricht denn gegen Silberbarren? Da ist ganz eindeutig zu sagen, dass Silberbarren im Vergleich zu Silbermünzen wesentlich schlechter davor geschützt sind, dass sie Milchflecken bekommen oder auch schwarz anlaufen. Warum ist das so? Wenn Sie einen Silberbarren kaufen und insbesondere wenn es ein gegossener Silberbarren ist, was ab 1 Kilo der Regelfall ist, dann sind diese meistens in einer relativ simplen Industriefolie eingeschweißt. Und das sorgt einfach dafür, dass die Optik, entschuldigen Sie, ziemlich bescheiden aussieht. Und vor allem, dass diese Industriefolie im Laufe der Jahre aushärtet, dazu neigt, dass sie leicht Löcher kriegt, rissig mit wird. Dann kommt Sauerstoff an das Silber heran und dann kann es halt einfach passieren, dass das Silber reagiert, schwarz anläuft und nicht mehr ganz so schön aussieht. Das wiederum hat zur Folge, dass letztendlich, wenn man diese Beeinträchtigung nicht entfernt und dabei den Barren nicht zerkratzt, dass wir diesen Silberbarren nicht zu demselben hohen Ankaufspreis ankaufen können, wie einen Silberbarren, der in einem Top-Zustand ist. Warum ist das so? Der eine oder andere sagt, ja, ein Kilo Silber ist ein Kilo Silber. Dieselben Leute, wenn ich denen aber sage, hier, gerne, dann verkaufe ich jedoch diesen Silberbarren zum selben Preis wie einer, der in einem Top-Zustand ist, sagt, aber der ist auch nicht in einem guten Zustand, ich möchte etwas weniger dafür bezahlen. Genau aus diesem Grund ist es mit so, dass wir letztendlich dann halt am Ankauf auch etwas weniger bezahlen können als einen Silberbarren, der in einem Top-Zustand mit ist.
Im allerschlimmsten Fall können wir nur den Schmelzpreis bezahlen, weil wir diesen Silberbarren nicht mehr verkaufen können, sondern wir ihnen die Schmelze geben, damit ein neuer Barren herausgeprägt wird. Auch, ich kann es nicht verstehen, dass das die Hersteller tatsächlich auch so mitmachen, weil jetzt mal von der Wertigkeit her, ein Kilo Silberbarren kostet auch 800-900 Euro ungefähr. Und ein Goldbarren, der 800-900 Euro kostet, der ist in einer stabilen Blisterpackung verpackt. Da wird super auf die Verpackung geachtet. Bei Silberbarren ist das leider aktuell nicht der Fall. Hallo Hersteller, wenn ihr das hört, ich würde mich super freuen, wenn ihr da auch an der Verpackung arbeitet und halt der Wertigkeit dieses Produktes auch an der entsprechenden Verpackung gönnt. Aber jetzt zurück zu den Silbermünzen. Anstatt dass Sie sich ein Kilo Silberbarren kaufen, könnten Sie zum Beispiel auch solche ein Kilo Silbermünzen kaufen. Hier habe ich eine Koala-Silbermünze, es gibt aber auch Kookaburra-Silbermünzen und auch Arsinoa-Silbermünzen zu 1 Kilo. Und auch, ich weiß es, jetzt im Jahr 2023 wird auch eine sensationelle Neuerscheinung im 1-Kilo-Bereich kommen. Darf ich Ihnen heute noch nicht verraten? Wenn Sie es aber nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, damit Sie das auf jeden Fall mitbekommen. Weil das wird sensationell. Ich freue mich riesig auf diese Neuerscheinung und ich verspreche Ihnen, ja, das wird eine Sensation. Aber zurück zu diesen 1 Kilo Silbermünzen. Also zum einen ist es halt wirklich was Saugeiles, eine solche Münze in der Hand zu halten. Fragen Sie sich mal rum, wie viele Menschen aus Ihrem Umfeld hatten schon mal eine 1 Kilo Silbermünze in der Hand? Es wird kaum jemand so mit sein. Und darüber hinaus werden diese Silbermünzen in einer sehr stabilen Kapsel geliefert, die dafür sorgt, dass eigentlich keine große Luftzirkulation mit stattfindet und dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Silbermünze anläuft, deutlich reduziert. Deshalb lassen Sie auch die Münze in der Kapsel. Sie können sie ja super sehen durch die Kapsel, die ist durchsichtig und die Münze ist halt prima vor äußeren Einflüssen geschützt, kriegt auch nicht so leicht Kratzer, Dellen oder ähnliches, wenn Ihnen diese halt einmal runterfallen sollte. Deshalb ist das durchaus ein Argument, dass Sie anstatt einen großen Silberbarren lieber eine große Silbermünze kaufen. Es gibt 1 Kilo Silbermünzen und bei der Arsinoa gibt es sogar 5 Kilo Silbermünzen, die sogar in einer schicken Holzschachtel geliefert mit werden. Also unter dem Aspekt ist es durchaus so, dass Sie solche Silbermünzen kaufen sollten. Ja, solche Silbermünzen sind in der Regel etwas teurer, als es das Gewichtspendant als Silberbarren mit ist. Es drückt sich aber auch später dahingehend mit aus, dass wenn Sie diese Münzen weiter verkaufen, dass auch der Ankaufspreis in der Regel höher ist als der für einen Silberbarren. Und darüber hinaus ist es so, dass gerade bei diesen Münzen, die auch meistens in einer limitierten Auflage geprägt werden, das ist bei Koala und Kookaburra letztendlich mit der Fall, hat das zur Folge, dass diese Münzen auch noch ein gewisses Wertsteigerungspotenzial nicht nur aufgrund des Materialwertes, sondern auch aufgrund des Sammlerwertes mit haben. Und bei den Koala und Kookaburra wechselt jedes Jahr das Motiv. Sprich, wenn Sie jedes Jahr die neuen Münzen kaufen, es gibt auch noch die Luna-Münzen, die habe ich jetzt fast vergessen, zu 1 Kilo, auch von der Perth Mint, wo jedes Jahr ein chinesisches Tierkreiszeichen Bild abgebildet ist, hat das für Sie den großen Vorteil, dass Sie halt eine Serie mit schön wechselnden Motiven mit haben. Wenn Sie diese Serie auch möglichst vollständig oder vollständig mit haben, haben Sie da ganz sicher auch noch die Chance, zusätzliche Sammlerwerte zu erzielen, weil kaum jemand hat zum Beispiel alle Luna-Münzen, die bisher erst mit rausgekommen sind. Also auch da schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Deshalb ist das schon mal eine Empfehlung, große Silbermünzen zu kaufen anstatt Silberbarren. Aber letztendlich kommen wir von den ganz großen Silbermünzen zu den kleineren Silbermünzen. Da ist es so, dass zwar die Folge es mit ist, dass die Silbermünzen jetzt aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung teurer als mit geworden ist mit sind. Aber generell gilt, dass diese Silbermünzen nicht ganz so unattraktiv geworden sind, wie man es vielleicht anfangs mit denkt. Denn es wurde zwar mit den neuen Auslegungen der Gesetzgebung klargestellt, dass die Differenzbesteuerung ab 2023 nicht mehr für Silbermünzen angewendet werden darf, die wir importiert haben aus einem EU-Land. Aber wir dürfen die Differenzbesteuerung weiterhin anwenden, wenn wir diese Silbermünzen aus einem Ankauf erhalten. Was hat das letztendlich jetzt mit zur Folge? Wenn wir von Ihnen ankaufen, dann ist es so, dass Sie als Privatperson keine Mehrwertsteuer erheben dürfen, sondern wir kaufen Sie letztendlich zu einem Nettopreis, sage ich jetzt mal, von Ihnen mit an. Wir dürfen aber diese Silbermünzen differenzbesteuert weiterverkaufen. Da mache ich jetzt mal ein fiktives Zahlenbeispiel. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass eine Silbermünze im Verkaufspreis netto 100 Euro kosten würde, sprich mit Mehrwertsteuer 119 Euro. Und wir gehen jetzt mal weiterhin davon aus, dass ich diese Münze, wenn ich sie letztendlich vom Hersteller kaufen würde, für 95 einkaufen würde, 95 Euro netto. So, und dann ist es jetzt letztendlich mit so, wenn ich jetzt Ihnen letztendlich diese Münze abkaufen wollen würde,
dann konkurriert letztendlich der Ankaufspreis und damit halt auch der Verkaufspreis, den ich später erzielen kann, eigentlich immer mit dem Einkaufspreis, den ich beim Hersteller mit habe. Und da ist jetzt mit so, dass ich zum Beispiel auch, obwohl mich diese Münze, wenn ich sie neu vom Hersteller kaufe, 95 Euro kosten würde und ich dann aber die Mehrwertsteuer draufschlagen müsste, ist diese Silbermünze im Einkauf für mich teurer, als wenn ich jetzt diese Münze für ihn nicht 95 Euro bezahle, sondern 100 Euro, als Beispiel sogar 5 Euro mehr, als ich beim Hersteller bezahlen würde netto. Dann ist es so, wir haben eben gesagt, diese Münze beim Nettoverkaufspreis von 100 Euro müsste ich diese, wenn ich diese neuwertig mit habe, vom Hersteller gekauft habe, für 119 Euro verkaufen. Diese 19 Euro gehen an den Staat in Form der Mehrwertsteuer. Jetzt habe ich Ihnen 100 Euro bezahlt und kann die Differenzbesteuerung anwenden. Sprich, ich könnte jetzt diese Münze dem späteren Käufer für 115 Euro anbieten, also 4 Euro günstiger als eine neue Münze vom Hersteller. Ich gebe Ihnen also einen Preisanreiz dafür, das halt mitzumachen. Und ja, habe letztendlich 100 Euro an Sie bezahlt, 114 Verkaufspreis, bleiben 14 Euro übrig. Auf diese 14 Euro muss ich die Differenzbesteuerung bezahlen, sprich ich muss 19% dieser 14 Euro mit abführen. Aber letztendlich hat zur Folge, obwohl Sie einen deutlich besseren Einkaufspreis erhalten haben und dieser Einkaufspreis sogar über den Einkaufspreis von Neuware beim Hersteller mit liegt und ich auch diese Münze günstiger, was den Bruttopreis angeht, dem Anleger verkaufe, bleibt bei mir eine attraktivere Marge mit übrig. Sie bekommen einen besseren Einkaufspreis und der Kunde bekommt einen besseren Verkaufspreis. Deshalb hat es zur Folge, dass der Spread, sprich die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis, jetzt nicht aufgrund der Einführung des regulären Mehrwertsteuersatzes sich um diese 12% jetzt mit erhöht mit haben, sondern wenn der Händler, es werden wahrscheinlich jetzt zunächst einmal nicht viele tun und vielleicht auch langfristig gesehen gar nicht viele Händler tun, vielleicht sind wir bei GoldSilberShop die einzigen, wenn diese Silbermünzen differenzbesteuert einkaufen und dann weiterverkaufen, dann wird dieser Spread verhältnismäßig gering sein oder geringer sein, als es wäre, wenn wir die Silbermünzen mit 19% Mehrwertsteuer weiterverkaufen würden. Die Zeit wird sich so zeigen, wie sich das Preisniveau mit einpendelt, ob der Spread größer sein wird, als es vorher war, als wir die normale Differenzbesteuerung auch anwenden konnten. Meine Prognose ist, dass der Spread sich etwas weiten wird, also die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis etwas größer mit sein wird, aber wird deutlich geringer mit sein, als es der Fall wäre, wenn wir die Silbermünzen auch mit 19% Mehrwertsteuer weiterverkaufen müssten. Wichtig ist bei dieser positiven letztendlich Darstellungen oder halt letztendlich auch positiven Möglichkeiten, die es weiter mit gilt. Das gilt natürlich nur, wenn Sie die Silbermünzen innerhalb Deutschlands an Edelmetallhändler verkaufen, beziehungsweise theoretisch auch an andere europäische Edelmetallhändler. Oder auch wenn Sie die Silbermünzen an Privatpersonen weiterverkaufen. Sollten Sie die Silbermünzen außerhalb Deutschlands oder außerhalb der EU weiterverkaufen, wo zum Beispiel Silber generell steuerbegünstigt, mehrwertsteuerfrei oder mit einem geringeren Silbermehrwertsteuersatz gekauft werden kann, dann wird es natürlich so sein, dass Ihnen halt niemand diesen Preisaufschlag aufgrund der Differenzbesteuerung vergüten wird. Also sprich, innerhalb des deutschen Marktes ist das durchaus ein Argument, das weiter für Silbermünzen halt mitspricht. Gleichwohl hat sich der Aufschlag auf das Silber mit erhöht und wenn es halt blöd läuft und die Silbermünze anläuft und sie nur noch eingeschmolzen werden kann, muss man es halt knallhart so mit sagen, sind die Verluste größer als es vorher der Fall war in der guten alten Differenzbesteuerungswelt, die es leider halt nicht mehr mit gibt. Wer ist denn innerhalb der Münzen von der Gewinner? Da gibt es einen ganz deutlichen Gewinner, der kommt aus Österreich, die Wiener Philharmoniker. Warum? Die Differenzbesteuerung und der reduzierte Einfuhrumsatzsteuersatz konnte nur angewendet werden, wenn wir die Münzen aus einem Nicht-EU-Land importiert haben. Und Österreich gehört letztendlich zur EU, sprich die Wiener Philharmoniker wurde innerhalb der EU transportiert, wurde nicht in die EU importiert und dementsprechend wurden die Wiener Philharmoniker auch in der Vergangenheit regelbesteuert angeboten, sofern wir diese halt nicht aus einem Einkauf mit hatten. Die Bretagne-Münze, für die hatte auch anfangs das Schicksal, was zur Folge hatte, dass die Wiener Philharmoniker weitestgehend in Deutschland in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind. Aber dank des Brexits konnten wir halt die letzten Jahre die Bretagne-Münzen aus einem Nicht-EU-Land, Großbritannien bzw. England, importieren und auch differenzbesteuert mit anbieten. Also sprich, die Wiener Philharmoniker, die bis 2014 die meistverkaufte Silbermünze innerhalb Europas war, ist ein Profiteur in der Hinsicht, dass sie jetzt nicht besser gestellt wurde, sondern dass sie jetzt wieder gleichgestellt wurde zu den anderen Silbermünzen, die halt jetzt einfach steuerlich gesehen ja auch dieselbe Benachteiligung erfahren, wie es bei der Wiener Philharmoniker der Fall war.
Dennoch ist die Wiener Philharmoniker für mich nicht die erste Wahl. Und ich glaube auch nicht, dass sie die meistverkaufte Silbermünze Europas wieder wird. Warum? Ganz einfach, der Markt hat sich zwischenzeitlich gewandelt. Die Britannia-Münze, ähnlich wie die Maple Leaf-Münze, verfügt über viele Sicherheitsmerkmale. Das heißt, nicht nur eine wunderschöne Optik, die beim Kippen der Münze viele Reflexionen und Glanz zum Vorschein bringt, sondern sie haben hier ein Schloss, ein Hologramm, das per Lasergravur aufgebracht wird, diese Linien, die angebracht werden in Mikrokontur, eine Schrift, die man kaum mitsehen kann. Aber all das erfahren Sie in dem jetzt eingeblendeten Video sehr viel genauer. Wenn Sie sich für Silbermünzen oder auch für Goldmünzen entscheiden, schauen Sie sich mit an, erfahren Sie, warum Britannia-Münzen auch Ihre erste Wahl sein wollten, wenn Sie eine möglichst sichere, beziehungsweise wahrscheinlich die sicherste Silber- oder Goldmünze am Markt kaufen wollen. Welchen Vorteil hat diese Britannia-Münze aktuell nicht gegenüber anderen Silbermünzen? Da ist zu erwähnen, wie gesagt, Silbermünzen können entweder Milchflecken bekommen oder sie können schwarz anlaufen. Milchflecken, das können Sie sich vorstellen, wie eingetrocknete Milch an etwas drüber Belag. Wie der genau entsteht, weiß man nicht. Man geht davon aus, dass das Mikroteile im Produktionsprozess sind, die sich dann halt später auf die Münzen auswirken. In dem Bereich ist die Maple Leaf Silbermünze führend, weil diese über das sogenannte Mint Shield bei den neueren Jahrgängen verfügt. Dieses Mint Shield sorgt dafür, dass diese Silbermünzen keine Milchflecken bekommen sollen, und ich kann Ihnen berichten aus der Erfahrung, dass wir mehrere Millionen Stück davon verkauft haben, dass eigentlich auch seitdem weitestgehend es kaum noch vorkommt, dass diese Silbermünzen auch schwarz anlaufen. Deshalb ist das durchaus ein Vorteil. Eine Alternative sind Silbermünzen aus dem Hause Geiger Edelmetalle, die Archinoa Silbermünzen, die auch wir bei uns im Shop mit anbieten. Wenn Sie diese in den Gewichtseinheiten eine Unze, halbe oder Viertel Unze kaufen, sind die Tubes, also sprich die Plastikröhren, die diese Münzen aufbewahrt sind, da wird letztendlich der Sauerstoff entzogen und ein Edelgas eingefüllt, versiegelt, sodass halt diese Münzen nicht mit der Umwelt reagieren können, was auch zur Folge hat, dass wir bei diesen Münzen äußerst selten es wahrnehmen, dass diese Milchflecken bekommen und eigentlich quasi auch nie, dass diese schwarz anlaufen. Deshalb ist es durchaus halt empfehlenswert, solche Münzen mit zu kaufen. Wenn Sie aber halt andere Münzen vorziehen würden, was auch Argumente mitbringt, wie zum Beispiel die eben erwähnten Sicherheitsmerkmale bei den Britannia-Münzen, dann ist es so, dass Sie diese Münzen möglichst in Tubes kaufen sollten. Tubes sind die eben erwähnten Plastikröhren, die Sie auch eingeblendet sehen. Meistens ist es so bei den 1-Unzen-Münzen, dass hier 25 Münzen in einer solchen Tube sind. Bei wenigen anderen Münzen sind es 20. Wie viel das genau mit sind, können Sie übrigens bei uns auf der Webseite sehen. Wenn Sie die Produktseite aufrufen und auf den Tab Eigenschaften klicken, sind Sie dort jeweils eine Angabe, wie die Einzelverpackung bzw. wie die Mengenverpackung mit ist. Also Regelfall ist, dass 25 Münzen einer solchen Tube mit sind, und wenn Sie diese Tube zulassen, teilweise haben die noch ein Luftloch, wenn Sie es mit zukleben, dann findet dort auch kaum eine Luftzirkulation mit statt, und dementsprechend ist es unwahrscheinlich, dass diese Münzen anlaufen. Und wenn Sie einen etwas größeren Anlagebetrag zur Verfügung mit haben, dann sollten Sie halt gucken, dass Sie halt entsprechend in Box-Size kaufen. Was heißt das? In der Regel ist es so, dass 500 dieser Münzen, bei den Kängurus sind zum Beispiel 250, in einer solchen Masterbox verpackt mit sind. Und das hat den Vorteil, dass die Münzen äußerst platzsparend aufbewahrt sind, dass sie sicher aufbewahrt sind, was Kratzer und so weiter mit betrifft, weil halt die Münzen in den Tubes geschützt mit sind, die Tubes halt in dieser Box geschützt mit sind, und dass Sie diese Masterboxen prima aufeinander stapeln können. Also auch wenn Sie da 100.000 Euro investieren und dann halt jetzt viele dieser Masterboxen mit erhalten, so eine Masterbox wiegt rund 16, 17 Kilo, können Sie diese prima aufeinander stapeln und haben dort eine optimale, platzsparende Verwahrung für Silber. Was gibt es denn noch für Gewinner? Es ist jetzt keine spezielle Münze, aber was auch an Bedeutung gewinnt, und das können wir jetzt auch in den letzten Wochen verzeichnen, ist, dass Sie Silbermünzen oder halt auch Silberbarren letztendlich nicht kaufen zum Versand nach Hause, sondern dass Sie den Kauf mit einer zollfreien Lagerung oder sogar mit einem mehrwertsteuerfreien Kauf kombinieren. Was meine ich damit? Es ist so, dass wenn Sie sich dafür entscheiden, dass Sie das Silber kaufen und von uns direkt in unserem Solid-Wertelager verwahren lassen, dass Sie dann Silber, aber nicht nur Silber, sondern auch Platin und Palladium komplett mehrwertsteuerfrei kaufen können. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Wir bieten einmal die Lagerung in Kanada mit an, im Solid-Wertelager Kanada. In Kanada ist es so, dass Sie Silber und auch Platin generell mehrwertsteuerfrei kaufen können. Sprich, wenn Sie in Kanada zu einem Edelmetallhändler gehen würden, zahlen Sie keine Mehrwertsteuer. Und bei unserem Wertelager in Kanada ist es halt so, wenn Sie Silber oder Platin kaufen, bei Gold ist es dort auch generell mehrwertsteuerfrei, und wir es dann halt für Sie dort mit einlagern, dass Sie keine Mehrwertsteuer bezahlen. Sie also eine Ersparnis von bis zu 19% haben gegenüber derselben Silbermünze oder denselben Silberbarren oder Platinbarren, den Sie sich nach Hause schicken lassen.
Wenn Sie sagen, Kanada ist mir zu weit mit weg, gibt es eine Alternative. Wir bieten auch eine zollfreie Lagerung in Zürich an, in der Schweiz. Was ist der Unterschied? In der Schweiz fällt auch für Silber, Platin und auch Palladium Mehrwertsteuer mit an. Aber wenn wir das Silber, Platin oder Palladium im Zollfreilager verwahren lassen, dann ist es letztendlich halt nicht so, dass dafür keine Mehrwertsteuer bezahlt werden muss. Also Sie auch da wieder ein Ersparnis von bis zu 19% mit haben. Und wenn es letztendlich so ist, dass Sie das halt das Silber über dort halt lagern lassen über die vielen Jahre und irgendwann sich entscheiden, es zu, dass Sie es wieder zu Geld machen wollen, sprich Sie es wieder an uns zurückverkaufen, dann haben Sie nie Mehrwertsteuer bezahlt. Was hat das für eine Konsequenz? Letztendlich bedeutet dies, dass Sie die Wertentwicklung für sich mit hebeln, weil für Ihre 10.000 oder 100.000 oder auch 1 Million Anlagebetrag, es geht übrigens ab 5.000 Euro los, bekommen Sie einfach mehr Silber. Sprich, Sie haben mehr Silber, das fortan von der Wertentwicklung des Silberpreises, beziehungsweise bei Platin und Palladium natürlich von dem Palladium- oder Platinpreis profitiert. Einfach mal es mit ausgedrückt. Ich mache jetzt mal ein ganz simples Zahlenbeispiel. Mal angenommen, Sie würden 19% mehr Silber mitbekommen, dann heißt es einfach, dass Sie auf 19% mehr Silber, mehr Wertentwicklung erzielen. Sie halt einfach einen gehebelten Ertrag mit haben. Jetzt kommt oftmals das Argument, ja, aber die Lagerung kostet auch Geld. Ja, das stimmt so. Es ist tatsächlich halt mit so, dass wir einen Prozentbetrag erheben, der sich immer an den aktuellen Wert richtet und diese sind gestaffelt, je nachdem, wie groß die Anlagebetrag ist. Jetzt kann ich eine ganz simple Rechnung machen. Im allerschlimmsten Fall oder im teuersten Szenario kostet dies 1,6%. Wenn Sie jetzt 19% einsparen würden oder sagen wir einfach nur 16% und sich der Silberpreis gar nicht bewegen würde, dann würde letztendlich Ihre Ersparnis die Lagergebühr für 10 Jahre finanzieren. Und wenn wir jetzt davon halt mit ausgehen, dass Sie jetzt einfach hier für 16% mehr Silber mit haben und dort halt einfach auch eine entsprechende Wertentwicklung unterstellen, dann ist es so, je größer die Wertentwicklung ist, dann ist es so, dass sich die Lagergebühren allein durch dieses Mehrgewicht an Silber finanzieren und Sie letztendlich halt im allerbesten Fall sogar kostenfrei im Vergleich dazu, dass Sie halt das Silber kaufen, Mehrwertsteuer bezahlen, sich zu Hause hinlegen, die Lagerung mit erhalten. Also, Silber im Zollfreilager oder im Wertelager kann durchaus eine attraktive Anlage mit sein, die jetzt halt auch einfach im Vergleich noch attraktiver mit geworden mit ist. Und darüber hinaus, wenn Sie große Anlagebeträge in Silber investieren wollen, lösen Sie auch halt das Platzproblem, das Sie für die Lagerung brauchen, denn dieses auch stets ja, gesichert und versichert in Hochsicherheitstresorraum gelagert. Mehr unter der eingeblendeten URL, wenn Sie das mit interessiert. Zum Abschluss noch. Was gibt es denn generell für Argumente für Silber? Weil ich habe eingangs erwähnt, es ist zwar so, dass die Nachfrage nach Silbermünzen zurzeit, und ich bin gespannt, ich denke, dass sich das noch reduziert in den nächsten Monaten, um 30% reduziert mit hat. Und ich glaube, dass halt dieses 30% weniger mit werden. Aber es teilt sich ungefähr hälftig mit auf, dass jetzt die Personen mehr Silberbarren mitkaufen, die andere Hälfte ist in Gold gegangen. Also offensichtlich gibt es noch viele Argumente, weiterhin Silber zu kaufen. Welche sind das? Das will ich Ihnen jetzt kurz erklären. Wenn Sie in den letzten Wochen oder Monaten Silber gekauft haben, dann fällt Ihnen auf, dass Silbermünzen und auch Silberbarren äußerst knapp ist. Die Verfügbarkeit ist kaum gegeben. Warum ist das mit so? Letztendlich ist es so, dass halt eigentlich seit Corona-Beginn aus verschiedensten Gründen. Anfangs war es Corona, dann halt Inflation, Kriegssorgen, politisch-wirtschaftliche Instabilität, Unsicherheiten und so weiter. Einfach dort halt mit Sorgen, dass die Nachfrage nach Edelmetallen und insbesondere halt auch noch Gold und Silber sehr, sehr hoch mit ist. Die Prägestätten, egal welche, operieren seit Jahren, obwohl sie ihre Kapazitäten teilweise vervielfacht haben, am Maximum. Sie haben 100% Auslastung. Dann ist es einfach so, wenn Sie als Hersteller entscheiden müssen, wie Sie letztendlich Ihre Auslastung am wirtschaftlichsten gestalten, dann ist es halt einfach so, wenn Sie die Entscheidung haben, ob Sie eine Silberunze prägen oder eine Goldunze, dass Sie lieber die Goldunze prägen, weil Sie dort letztendlich 2-3 Euro pro Stück verdienen, werden Sie an einer solchen Silberunze einen Betrag irgendwie im zweistelligen Centbereich letztendlich verdienen werden. Das hat halt einfach zur Folge, dass die ganzen Prägestätten, die sowohl Gold als auch Silbermünzen herstellen, sich darauf konzentriert haben und auch weiterhin konzentrieren, Goldmünzen herzustellen. Deshalb gibt es kaum Silbermünzen, deshalb sind auch die Aufgelder verhältnismäßig fernab von der Steuer mit hoch. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn Sie sich auf das Gold-Silber-Ratio achten, also sprich das Wertverhältnis von Gold zu Silber, dass Sie aktuell etwas mehr als 80 Unzen Silber aufwenden müssen, um eine Unze Gold zu bekommen. Wie hoch das aktuelle Ratio ist, können Sie übrigens in unserer Solid-App sehen, die Sie auf Ihren iPhone oder Android-Handy herunterladen können und dort jeweils das Wertverhältnis mitsehen. Da ist es so, dass halt Silber im historischen Kontext gesehen sehr, sehr günstig ist im Vergleich zu Gold.
Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 1,35 und wenn man ganz lange die Geschichte zurückguckt, ungefähr bei dem natürlichen Vorkommen von Silber zu Gold von 1,15 bzw. 1,20. Ich werde demnächst nochmal ein genaues Video zum Gold-Silber-Ratio und auch zum Dow-Gold-Ratio, also sprich auch das Wertverhältnis von Gold und Silber zu Aktien, darstellen. Deshalb abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, wenn Sie das nicht verpassen wollen. Wenn das gefällt, geben Sie auch diesem Video einen Daumen nach oben. Aber kurz zurück, also Silber ist im Vergleich zu Gold günstig bewertet und halt auch im historischen Kontext günstig bewertet. Deshalb spricht es dafür, dass halt Silber stark mit ansteigt und es gibt viele, die auch darauf spekulieren, dass es ja demnächst zu einer sehr starken Silberknappheit mitkommt, dass einige sich am Terminmarkt verspekuliert haben, sich mit Silber eindecken müssen und dass Silber für sich gar nicht mit verfügbar ist. Ja, und daran glaube ich mit auch, dass es zu einem solchen Szenario mitkommen kann. Bei Münzen sehen wir es sehr extrem. Ich mache mal ein Beispiel. Ich rufe bei einer Prägestätte an und sage, hier, ich möchte gerne 100.000 Ein-Unzen-Münzen mit haben. Dann sagen sie uns, du Timpen, du kriegst 10.000, weil heute Weihnachten ist oder weil demnächst Weihnachten mit ist und die halt in 4 Wochen. Und dann bin ich dankbar, dass ich diese mitbekomme. Also die Knappheit ist tatsächlich mitgegeben. Physisches Material ist kaum mit verfügbar, weil es von den Anlegern aufgesaugt wird, wenn es mit da ist und die Produktionskapazitäten erschöpft ist mit sind oder voll ausgelastet sind. Aber ich glaube auch, das Rohmaterial ist es nicht mit vorhanden. Es kam kürzlich eine Studie mit raus, dass angeblich die Investmentnachfrage im Silberbereich zurückgegangen wäre. Nein, dem ist nicht so. Die Investmentnachfrage kommt nur nicht am Rohmaterialmarkt an. Warum ist das mit so? Wie eben erwähnt, die Hersteller können 100% ihrer Auslastung mit Gold mitdecken. Sprich, sie produzieren Silber nur sekundär, weil es aufwendiger ist, weil sie daran weniger damit verdienen. Sprich, die Anleger würden gerne sehr viel mehr Silber kaufen. Weil es das nicht gibt, steigen die Aufgelder und gleichzeitig kann aber die Nachfrage nicht vollständig mit bedient werden, weil halt die Hersteller Gold produzieren und gar nicht halt entsprechend das Rohmaterial Silber nachfragen am Markt und es dementsprechend halt auch dann halt in Münzen oder Barren umwandeln. Aber auch wenn Sie sich bei den Herstellern mit umhören und die für Silberbarren, auch Silberbarren liegen nicht auf Lager oder sind nicht leichter zu beschaffen. Es ist jetzt nicht so, dass halt sie gar nicht zu beschaffen sind, aber es ist halt nicht so, dass die Hersteller die Lagers halt mit voll haben. Und da liegt es nicht nur an ihren Produktionskapazitäten mit dran, sondern dass sie auch sagen, die Materialbeschaffung von Silber wird immer schwieriger, so wie das bei Platin und Palladium auch schon länger mit der Fall ist. Bei Palladium ist die Situation auch sehr extrem, weil letztendlich ein Großteil des Palladiums in Russland gefördert und produziert wurde und Russland letztendlich sanktioniert mit wurde. Also, Silber ist mit knapp und dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Silberpreis eine starke Zukunft mit hat, die wir jetzt vielleicht noch nicht 1:1 am Börsenpreis von Silber mitsehen, aber am Materialpreis. Die Silbermünzen sind wesentlich teurer als mit geworden. Und deshalb glaube ich, dass Silber ein attraktives Investment mit ist. Ein weiterer Punkt ist letztendlich halt auch noch, dass es halt sehr kleinteiliges mit ist. Also sprich, so eine Silbermünze kostet rund 30 Euro, die kann ich mir auch prima einfach mit leisten. Und auch für diejenigen, die daran glauben, dass es zu einer Krise mitkommt, dass wir in diesem Winter vielleicht ein Blackout erleben, dass die Heizung nicht mehr anspricht, dass es kein Gas mehr mitgibt oder was auch immer, habe ich hier eine kleinteilige Krisenwährung, mit der ich letztendlich halt Silber gegen Brot, Wasser, was auch immer es mit eintauschen kann. Also eine Unze, 30 Euro, es gibt aber auch halbe und Viertelunzen, die halt entsprechend ja ungefähr die Hälfte oder ein Viertel mit kosten. Ich habe halt mit Silber ein kleinteiliges Kriseninvestment, das ich halt im Zweifelsfall auch zum Tauschen mit einsetzen kann. Es ist eigentlich meiner Meinung nach das beste kleinteilige Edelmetall, das Sie erwerben mit können. Es gibt also reichlich gute Gründe, weiterhin in Silber zu investieren, auch wenn letztendlich man es einfach so sagen muss, steuerlich gesehen ist halt Silber etwas unattraktiver geworden. Mein Buch Gold und Silber für Einsteiger, das ich Ihnen unter gold-buch.com kostenlos halt mit schenke, behandelt auch das Thema Silber. Und auch da ist es jetzt aktuell so, dass das Kapitel zur Differenzbesteuerung natürlich nicht hiermit ganz aktuell ist. Ich lade Sie aber ein, wenn Sie das Buch jetzt noch nicht mit haben, dass Sie sich es nicht in der Buchhandlung für 14,90 Euro kaufen, sondern unter gold-buch.com schenken lassen. Ich schenke Ihnen es, weil meine Mission ist es, Sie aufzuklären über die Kapitalanlage in Edelmetall, damit Sie selbst entscheiden können, welches Gold oder Silber Sie kaufen oder halt auch nicht kaufen sollten. Und wenn Sie das Buch unter dieser eingeblendeten URL sich bestellen, sich von mir schenken lassen, dann erhalten Sie von uns automatisch ein Update, wenn ich das Buch aktualisiert mit habe, was ich jetzt in den nächsten Wochen tun werde. Darüber hinaus, sofern noch nicht geschehen, abonnieren Sie unbedingt den YouTube-Kanal hier von uns und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie das nächste Video nicht verpassen, denn ich werde ein neues Video zum Thema 7 häufigen Fehler beim Silberkauf herausbringen, wo ich nochmal ganz genau darauf eingehe, worauf Sie beim Silberkauf achten müssen.
Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann bitte geben Sie dem Video einen Daumen nach oben. Motivieren Sie mich, weiter Videos zu machen. Schreiben Sie in die Kommentare, was Ihre Gedanken zu Seba mit sind. Investieren Sie weiter in Seba. Was würden Sie machen? Was würden Sie nicht mehr mitmachen? Ich danke Ihnen dafür. Bis dann. Ciao.